Hallo zusammen, heute schauen wir uns mal den Bernhard Big Fred Deluxe Vierbrenner Gasgrill uns an. Ein wirklich tolles Gerät, was hier zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis gibt und wirklich gut ausgestattet daherkommt. Wir haben hier hochwertiges Edelstahl, sehr viel Ausstattung, wir haben einen sehr schönen großen Korpus, der hochwertig gefertigt wurde. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten, einen großen Starrraum für eine Gasflasche, aber auch solche V-Shape Flavor Bars für den optimalen Grillgeschmack. Mit dabei ist auch ein Seitenkocher, da könnt ihr zum Beispiel eine schöne Suppe zubereiten, aber es gibt noch viele weitere Extras, wie zum Beispiel hier eine separate Brennkammer für einen Grillspieß. Also ihr könnt praktisch hier mit solchen Hähnchen grillen und natürlich auch hier weitere Sachen dann zubereiten. Also ein Top-Teil zu einem wirklich sehr guten Preis. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr entweder zu Amazon oder hier direkt zum Online-Shop von Bernhard, wo es dir nochmal hier 50 Euro günstiger zu kaufen gibt. Also wirklich eine Empfehlung wert und ich würde sagen, wir schauen uns diesen Gasgrill jetzt mal ganz genau hier auf den jeweiligen Produktseiten uns an und gehen dort mal kurz die ganzen technischen Daten im Detail durch. So, dann schauen wir uns jetzt mal hier den Bernhard Vierbrenner Gasgrill Big Fred Deluxe hier direkt auf der Amazon-Seite an, wo es den praktisch auch hier zu kaufen gibt. Und hier schon mal der Preis 899 Euro. Wenn ihr jetzt aber hier Geld sparen möchtet, dann hier mein Tipp an euch. Geht lieber direkt zum Bernhard Online Shop, denn hier gibt es den schon mal 50 Euro günstiger, also für 849 Euro. Da spart ihr also bares Geld. Klickt dazu mal den Link in der Videobeschreibung an und dann kommt ihr direkt entweder zum Bernhard Online Shop oder hier direkt zu Amazon. Also gehen wir das mal kurz hier durch. Ihr könnt schon sehen, Chip hat den auch hier als Testsieger mit 1,3 ausgezeichnet und auch hier Haus und Garten hat den praktisch hier mit der Note sehr gut ebenfalls dann als Testsieger ausgezeichnet. Also wirklich ein toller Grill, der auch in zahlreichen Tests schon mal wirklich tolle Noten erzielt hat. Wir gehen mal kurz die Maße durch. Hoch ist er ca. 1,40 Meter. Wir haben praktisch dann hier die Tiefe 55 cm und wenn die beiden ausgeklappt sind, die Seitentische, dann wäre es auch hier 1,40 Meter lang. Hier nochmal im zusammengeklappten Zustand, dann hier nochmal die Abdeckhaube, die ist auch hier UV-beständig, was sehr gut ist. Hier nochmal die Rückseite mit der Fettauffangschale, die man ganz einfach rausziehen kann. Und da nochmal die Sicht von oben mit den vielen Brennern dabei, mit dem Infrarot-Keramikbrenner, aber auch hier mit diesem Heckbrenner. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Ja, den Grill, den gibt es natürlich einmal hier in Edelstahloptik, aber auch für besondere Liebhaber hier in der schwarzen Optik. Das sieht auch ebenfalls sehr gut aus. Müsst ihr euch eben entscheiden, welche Farbe euch hier besser gefällt. Preislich machen die, glaube ich, keinen Unterschied. Wir gehen mal kurz auf die schwarze Variante. Auch der kostet genau gleich viel, 899 Euro. So, wir gehen jetzt aber weiter runter. Und zwar schauen wir uns den mal hier direkt an. Ihr könnt auch hier nochmal den euch aufbauen lassen. Kostet nochmal natürlich etwas mehr Aufpreis. Und dann schauen wir uns mal kurz hier diesen an. Hier nochmal in den zwei Farbkombinationen. Da können wir jetzt hier nochmal die genauen technischen Daten uns beleuchten. Es gibt hier drei leistungsstarke Edelstahl-Stabbrenner, einen Infrarot-Keramik-Brenner, also hier links zu sehen, und einen Infrarot-Keramik-Heckbrenner. Der wäre dann praktisch hier. Kommen wir jetzt zur Grillfläche. 72 cm auf 41,5 cm. Das reicht für bis zu 15 Personen, also ihr könnt hier wirklich sehr große Grillpartys veranstalten, das ist wirklich super. Und wir haben hier natürlich einen sehr großen Seitentisch und natürlich einen sehr großen Stauraum im Grill an sich. Da könnt ihr eine Gasflasche unterbringen von bis zu 11 Kilogramm. Die Gesamtleistung beträgt hier 20,2 kW, je Stabbrenner 3,5 kW, den Infrarot-Keramik-Heckbrenner 3,2 kW. Und Infrarot-Keramikbrenner, also der normale hier mit 3,5 kW und ein Seitenkochfeld mit 3,0 kW. Hier nochmal die weiteren technischen Details dazu, also der Infrarot-Keramik-Heckbrenner, wirklich ein tolles Teil in Kombination mit einem Drehspieß. Da wird hier das Grillgut wirklich außen sehr kross und innen saftig. Wir haben die V-Shape Flavor Bars, die sorgen für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und passend dazu gibt es auch hier so eine Smokerbox. Die könnt ihr ganz einfach hier so draufstellen bzw. einfach hier so einbinden. Dann haben wir einen Infrarot-Keramikbrenner mit 900 Grad Hitze, der jetzt praktisch erzeugt wird, und natürlich eine Piezo-Zündung. Da haben wir mal hier die weiteren Ausstattungsmerkmale, sieht soweit ebenfalls sehr gut aus. Gehen wir kurz zum Lieferumfang über. Wir haben hier alles eigentlich dabei, was ihr benötigt, vom Schneidbrett bis hin zum Food-Container, Gasschlauch, V-Shape, Flavor Bars. Auch diese Smokerbox ist sogar mit dabei, die auch nochmal sonst oft 30 bis 50 Euro extra kostet. Dann gehen wir jetzt noch kurz auf die Bewertungen ein. Ihr könnt schon lesen, die Entscheidung war genau richtig.
Empfehlung pur. Also da wird ja wirklich wärmstens empfohlen und natürlich auch hier wirklich ein Top-Grill zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. So, jetzt gehen wir kurz auf die andere Seite und zwar zum Online-Shop für den Bernhard, wo es ihn auch hier deutlich günstiger zu kaufen gibt. Also meine Empfehlung, falls ihr den wollt, geht direkt hier zum Online-Shop von Bernhard. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung und dort gibt es den 50 Euro günstiger für 849 Euro. Auch hier natürlich in mehreren Kombinationen, schwarz oder natürlich auch hier in Edelstahl. Und hier sind die technischen Daten genau gleich. Da auch nochmal das Gleiche, hier nochmal die Ansicht von oben, hier nochmal die technischen Daten auf einen Blick. Hier haben wir nochmal ein heißes Argument und zwar der sehr starke Infrarot-Keramik-Heckbrenner, der auch hier bis zu 900 Grad Hitze erzeugen kann, also wirklich perfekt zum Hähnchengrillen geeignet oder auch hier für einen Rollbraten und Co. Alles, was ihr halt auf so einem Drehspieß praktisch zubereiten könnt. Hier dann nochmal die einzelnen Stabbretter an sich. Drei sind es, die praktisch hier stufenlos reguliert werden können mit einer Piezo-Zündung. Und dann haben wir nochmal das Seitenkochfeld, womit man auch hier tolle Soßen zubereiten kann. Ja, soweit dazu. Hier nochmal die beiden Farben, hier nochmal die weiteren Ausstellungsmerkmale. Und dann gehen wir noch kurz hier zum Lieferumfang, haben wir ja vorhin schon mal uns angeguckt. Und dann hier nochmal abschließend gibt es auch hier weiteres Zubehör, was ihr hier ebenfalls ganz günstig kaufen könnt. Wie zum Beispiel so ein Einbauregal für den inneren Korpus. Da habt ihr nochmal die Möglichkeit, nochmal deutlich mehr hier im Grill unterzubringen. So, kommen wir jetzt abschließend nochmal zu den wichtigsten Vorteilen zum Bernhard Bigfred Deluxe 4-Brenner Gasgrill und die sehen wie folgt aus. Wir haben hier zum einen 4 Hochleistungsgasbrenner, einen Edelstahl-Grillwagen, gusseisernen Grillrost, wir haben Infrarot-Keramikbrenner mit dabei, aber auch hier einen sehr guten Preis. Das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Links dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal drauf und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Also bis bald.